So, meine Helden, willkommen zurück. Und wundert euch nicht, dass wir in Gondolia sind. Das hat einen ganz anderen Grund. Natürlich werden wir bald schon die Insel aufsuchen, die wir das letzte Mal betreten haben. Nur hat mir ein guter Kumpel erzählt, der das Spiel auch gespielt hat, sogar schon durchgespielt hat, dass man hier was Nettes machen kann. Und das will ich mir nicht entgehen lassen, das wissen nämlich, glaube ich, gar nicht so viele. Und zwar hängt das mit dem Katzenkostüm zusammen. Das lässt sich nämlich runterhandeln, und zwar sehr massiv. Ihr habt ja gesehen, wie ich zwei verschiedene Preise hatte. Jetzt muss ich natürlich erstmal ganz kurz wieder einen Händler suchen. Warst du das? Nein, das warst nicht du. Moment. Wer hat das denn nochmal verkauft? Ha, ist sehr schön. Anscheinend sind wir mittlerweile berühmt geworden. Das ist doch ganz nett. Der hier war es auf jeden Fall nicht. Ah ja. Präger, wollt doch sicher ein wunderschönes Katzenkostüm. Sieh, ich habe die schönsten Katzenkostüme in ganz Gondolia. Genau. Der verkauft es für 12.000, aber wir haben schon jemanden gesehen. Genau. Ehe, mein Bruder bietet euch das gleiche Katzenkostüm für 10.000 Goldmünzen an. Immer dasselbe mit ihm. Verkauft es euch für 9.800. Nee, auch da lehnen wir ab. So, und jetzt gehen wir wieder zum Bruder. Können wir da runter? Nee, können wir leider nicht. Schade. Das heißt, es ist doch ein etwas längerer Weg, außer man kann auch da nochmal runterspringen. Kann man aber leider nicht. Das ging nur, als wir schleichen konnten. Macht dennoch nichts, wenn wir jetzt zum Bruder gehen. Der befindet sich dann gleich am Anfang der Stadt. Moment. Genau, hier drüben. Da haben wir ihn mit seinem Katzenkostüm. Beziehungsweise, nee, was war nicht er? Oh Mann, ey, ich bin so verwirrt. Da drüben war er. Genau. Prego, weil das hübsche Katzenkostüm, sie ist mal so günstig. Was, mein Bruder hat euch das Katzenkostüm für 9.800 angeboten. Hime, ist so großzügig. Propo generoso. So, 9.000, ja, da handelt es jetzt wieder runter. Wir gehen jetzt hin und her, Leute. Ihr seht jetzt gleich ein paar Schnitte. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Prego, wollt doch das wunderschöne Katzenkostüm. So, mein Bruder hat euch das gleiche für 9.000 verkauft. 8.000. Okay, es geht übrigens ganz schnell. Ich bin ein Vollidiot. Hier geht's auch entlang. Also, ich glaube, das mit den Schnitten können wir uns dann sparen. Chespamento, ich bin schockiert. Mein Bruder verkauft das Katzenkostüm für nur 8.000. Für wen hält er sich? 4.000. Nein. Nein, machen wir nicht. So, weiter zurück, Leute. Da ist er wieder. Mein Bruder hat euch das gleiche Katzenkostüm für 4.000 angeboten. Santos Cielo. 2.000. Nö. Gut, wir gehen nochmal zurück, Leute. Das ist doch richtig krass, oder? Was es nicht alles gibt. Ja, um Himmels Willen, er verkauft es für 2.000 Goldmünzen. Da verkaufe ich es für 1.000 Goldmünzen nur für euch. Ja, genau. Das nehmen wir auch natürlich an. Haha, ich bin ein viel besserer Verkäufer als mein Bruder. Sieh, hier ein Katzenkostüm für euch. Übelsten Verlust wahrscheinlich gemacht. Aber wir haben es jetzt, Leute. Wir haben endlich das Katzenkostüm. Da braucht man nichts zu craften oder was weiß ich. Ich meine, 1.000 ist eigentlich nichts, ne? Das ist keine große Summe in dem Spiel hier. Dann gucken wir nochmal. Das soll für Veronica sein, ne? Das hat jetzt aber ein bisschen lang geladen diesmal. Ja, das Katzenkostüm. Oh mein Gott, Leute. Oh, achso, wir brauchen noch irgendwas anderes dafür anscheinend. Stimmt, jemand anderes hat das verkauft. Ich erinnere mich. Erinnert in Kombination mit der Katzenmütze das zu sein. Ah ja, genau. Und ich meine, wir haben die beim Ausrüstungshändler gesehen. Dann machen wir das jetzt auch so. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Aber einfach epic, oder? Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass der es quasi so runterhandelt. Ups, das war der Falsche wieder, meine Güte. Ich habe hier eine Orientierung drauf, das ist der Hammer. Aber da ist er, Leute. 1250, einfach teurer als das Kostüm selbst. Okay. Die ist ausgerüstet, Leute. Das müssen wir uns ansehen. Und? Sehr, sehr lustig. Ach du meine Güte, Leute. Kann man sie jetzt noch ernst nehmen? Ich weiß es ja nicht. Es ist jedenfalls super lustig. Das muss man definitiv sagen. Nach einigen Umwegen sind wir jetzt endlich wieder auf der Spur des Schillerzweigs unterwegs. Fred meinte, der Händler mit dem Zweig habe sich von Gondolia aus nach Nordosten, also in Richtung Kriegerwelt, auf den Weg gemacht. Ihm hinterher, Chris. Sehr schön. Ja, das machen wir jetzt, Leute. Aber das muss sich einfach zeigen hier gleich zu Beginn, weil ich glaube nicht, dass das viele Leute wissen. Und wer jetzt noch am Anfang steht, na, der wird sich, glaube ich, darüber freuen, wenn er das weiß. Genauso wie ich mich gefreut habe, als es mir erzählt wurde. Und es ist auch einfach super lustig. Es kann einem halt leicht entgehen. Wenn man sich später craften würde, dann würde man das alles ja quasi einfach verpassen.
Ja, und da sind wir jetzt wieder. So, die Insel haben wir das letzte Mal zum Abschluss des Parts ja kurz besucht, aber wir haben uns nicht umgesehen. Das werden wir jetzt natürlich ändern. Und allgemein müsst ihr euch darauf einstellen, die Welt steht uns offen, ja. Es wird Zeit, uns ein bisschen umzusehen überall. Und natürlich werde ich versuchen, möglichst viel mir anzusehen hier. Hier kriegen wir Poliersand. Sehr schön. Ein paar Loot-Items sind schon drin, denke ich, oder? Ein bisschen Überblick. Das ist auch nur eine ganz kleine Insel, die man noch sieht. Ups. Ganz schön viel Grünzeugs im Weg. Und natürlich auch ein paar neue Gegner. Alles klar. Ja, unser prächtiges Schiff ist ja wirklich gigantisch. Ich glaube, es schlägt so ziemlich alles. Außer vielleicht das erweiterte Schiff in Dragon Quest 7. Das könnte noch größer sein. Aber das sieht man ja nie so aus der Nähe. Oh, da pennt jemand. Da ist schon wieder so eine ominöse Tür. Und die können wir ja immer noch nicht öffnen. Irgendwann werden wir das sicherlich können. Hier einfach diese Schatzkiste ist und man kommt nicht rein. Mensch. Das triggert schon leicht, aber egal. Auch das werden wir irgendwann hinbekommen. Und ich glaube, diese Insel hat gar nicht so viel zu bieten, außer das Ding, oder? Hier sieht man noch so eine komische kleine Bucht anscheinend. Wo ist das denn? Ach, da unten. Seht mal. Aha. Ah, Moment. Ich habe gerade Loot verpasst, sehe ich. Ups. Das habe ich gerade noch so im Kamerawinkel gesehen. Genau, da war doch was. Ein Wattkraut. Und allgemein, wir sollten natürlich immer viel mitnehmen. Kann man da einfach drüber, oder was? Ah, ja, okay, alles klar. Ja, da haben wir ein bisschen mehr. Und ich denke mal, vielleicht gibt es auch mehr solcher reinen Loot-Inseln. Weiß ich nicht genau. Dragon Quest 9 war ja vollgepackt mit solchen Inseln. Zu Recht. Dort hat man das ja absolut gebraucht. Das ist ein sehr crafting-lastiges Spiel. Aber hat ja auch viel Spaß gemacht. Genau, da unten. Das sieht merkwürdig aus, finde ich. Ja, hier kommt man auch rüber zu einer kleinen Insel. Und hier befindet sich... Was befindet sich denn da? Oh, ein Anleitungsbuch. Ringe rings um die Welt. Ein Stärkering, Flinkheitsring und Gebetsring. Leute, das ist eine wichtige Kiste. Das sieht man sofort. Alles entscheidende Ringe für Dragon Quest-Spiele. Natürlich unabdingbar, sowas braucht man dringend. Ich glaube, mehr werden wir nicht finden. Gehen wir wieder. Aber unser kleiner Trip hat sich gelohnt. Und hey, man kann auch mal kurz auf so einer Insel chillen. Auf jeden Fall. Also wenn ich so ein Schiff hätte, Leute, definitiv würde ich das mal machen. Das wäre... Oh, das würde mich neugierig stimmen. Generell, ich glaube, das ist ja so ein Wunsch, der generell ein bisschen mehr verankert ist bei manchen. Wenn man so die Möglichkeit hätte, kleinere Inseln abzuklappern... Wer von euch würde das nicht auch tun, ha? Interessant, das ist jetzt also die Seekarte. Ist das ein großer Kontinent? Ich weiß das nämlich gar nicht genau. Aber anscheinend dann schon, oder? Ah ja, und da drüben ist unser Ziel, Leute. Anscheinend könnte man über diesen Fluss auch raus und dann aufs Meer. Aber verfolgen wir mal erstmal schnurstracks unser Ziel. Ich glaube, davon haben wir zunächst mal ein bisschen mehr. Nein, ich wollte hier nicht von Bord gehen. Da waren wir gerade schon. Ah, da drüben ist wahrscheinlich Onsen, die man sehen kann. Genau, und hier die Wüste. Ja, wir sind schon weit gekommen, würde ich sagen. Und es gibt noch viel anderes zu entdecken, natürlich. Da drüben sieht man Yggdrasil. Was mir auch sehr gut gefällt. Die Smaragdküste. Ach so, da sind wir jetzt also. Ach so, Leute. Ja, natürlich, auch da waren wir ja schon. Ich nehme mal nur kurz das da drüben mit, das sieht gerade so verlockend aus. Aber dann können wir wieder umkehren. Seltsames Seegras. Aber schön, wie man jetzt einfach an den bekannten Orten vorbeifährt. Genau, da wären wir wieder. Gibt's denn auch geheime Plätze? Das ist auch eine gute Frage. Ja, hier der Tempel, wer sich noch dran erinnert. Schade, weil das hätte ja auch sein können, ne? Das wäre krass gewesen. Und was zum Geier ist das denn? Das sieht interessant aus. Gucken wir uns einfach mal sorgfältig um. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwas einfach mitnehmen kann auf der See. Oh, natürlich, Kämpfe auf hoher See, das gibt es auch. Nur dieser Schirm ist ja krass. Okay. Und diese Kraken einfach... Absolut cute. Tanzstimmung, oh nein. Aber die kennt man ja eigentlich auch. Beziehungsweise, ich denke, das sind jetzt wieder Joker-Varianten, weil
Die sind kleiner als die, die ich eigentlich kenne. Also Dragon Quest Monsters nicht. Wobei, egal. Wie auch immer, ihr wisst schon, was ich sagen will. Nehme ich mal an. Toben wir uns aus. Wobei, wir sollten ihn vielleicht auch mal beklauen, oder? Können wir dann auch mal probieren. Erstmal knistern wir die Krakenkinder weg. Dieses Katzenkostüm, oh mein Gott, Leute. Sensationell. So, der Schockschirm. Verteidige einfach mal. Und da ist er weg, die Machterkräftigung leider. Nein! Was soll das? Ich will dich beklauen. Einmal Kleptomane, bitte. Oh. Es gelang ihm nicht. Wir probieren es einfach mal. Weiterhin. Kein Thema. Verteidige mal weiter. Du müsstest doch am flinksten sein. Das kann doch nicht sein. Kleptomane, los. Schade. Ich weiß nicht, ob er irgendwas Besonderes halt hat, aber wir probieren es einfach mal weiter. Genau. Komm schon, Eric, komm schon. Aha, Wattkraut, okay. Können wir also in Zukunft gekonnt ignorieren. Weg mit dir. Wie er zugeklappt wird. Sehr amüsant. Da haben sie sich wieder ausgetobt. Was ist denn das jetzt eigentlich? Der Lichtstrudel. Die scheint nichts zu bewirken. Was ist das? Hier regnet's immer zu. Das hat garantiert noch eine sehr große Bedeutung später. Ach, generell sind wir anscheinend in einen Sturm geraten. Habe ich schon gewundert. Das hängt gar nicht mit der Säule anscheinend zusammen. Korallenschrate, einfach so. Oh Gott, die haben uns damals schon einen krassen Kampf geliefert. Das finde ich gar nicht mal so nett, um ehrlich zu sein. Verteidige mal bitte. Und du heilst vielleicht lieber erstmal Serena, bevor wir hier abkratzen. Die sind nämlich heftig, wie wir wissen. Das alles bringt uns wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Wir greifen erstmal an. Genau, und du kannst ja auch schön zaubern. Mach das mal. Ja, mach mit Knirsch. Sind wir ein bisschen aggressiver gegen einen? Okay. Autsch. Was? Ströme? Um die Säulen aufs Wasser herbeizubeschwören? Oh. Das wusste ich nicht, dass sie das können. Das ist fies. Okay. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Ich bin gerade dezent verwirrt, anscheinend. Oh, das kann ein langer Kampf werden. Ich meine, die sind schon recht heftig, wie wir wissen. Ich glaube, Knister ist doch besser. Ja, um einiges sogar. Anscheinend sind sie auch feueranfällig einfach, deswegen. Okay. Na, vielleicht war es doch nicht so schlecht, dass Eric noch verteidigt, wenn ich mir das angucke. Okay, sehr schön. Duldsamkeit, was ist jetzt das? Angriffe abfangen. Okay. Dann machen wir das alles ganz anders. Nein, das war der Falsche. Wie auch immer, ich weiß nicht, was er getan hat. Das klingt für mich so ein bisschen nach Geduld. Wer das kennt. Das ist halt echt so, dass sie falsch rumstehen. Das verwirrt mich total. Naja gut, dann können wir ihn auch gleich gar erledigen, oder? Denke ich mal. Wäre der mal ein bisschen effektiver gewesen. Oh, das gefällt mir nicht. Autsch. Nein, oh Gott, das gibt's jetzt nicht, oder? Voll das erste Mal, dass jemand stirbt, super. Das ist auch ein kleines Problem, die Dinger sind heftig. Einfach so als normale Gegner. Warum sind die eigentlich, sind die stärker oder so? Macht der Sturm irgendwas aus? Das verwirrt mich enorm gerade. Ich hab die nicht so stark in Erinnerung. Ich habe leider auch gar keine Möglichkeit, jetzt was mit Serena großartig zu machen. Na, ich sollte mich eigentlich heilen. Das gibt's doch nicht. Wir stecken so langsam in einer Zwickmühle. Das ist nicht gut. Eigentlich stecken alle in einer riesigen Zwickmühle. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Naja, Eric würde auch nichts mehr aushalten. Danach. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Erstmal Veronica.
Nein. Nee, das war so klar. Das war so klar. Ich krieg die Krise. Okay, das wird hier nichts mehr. Gerade noch mal rausgekommen. Wow. Na super. Na ganz, ganz, ganz klasse. Na, Heilkräuter machen zu wenig. Wir können bestenfalls versuchen zu fliehen, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Ich meine, er ist schon fast am Ende. Let's heat things up! Ja, ist weg, endlich. Gut, schon mal eine Sache, die... Okay, wartet. Da geht schon noch was. Aber nicht mit normalen Heilkräutern, das ist zu wenig. Oh Gott, das ist auch zu wenig eigentlich. Okay, wenn er das macht, müsste es gerade so reichen, oder? Au. Tat gar nicht weh und so. Dass sich keine Konzentration aktiviert, finde ich aber auch noch ziemlich schockierend. Aber gut. Oh nein. Oh Gott, Leute. Gerade so, jedes Mal. Nein, du heilst dich besser weiterhin, Chris. Schlechte Idee. Das musste auch nochmal so ein Gegner kommen. Oh, wow. Oh, wow, Leute. Gerade so. Gut, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Mache ich eigentlich echt so wenig Schaden im Vergleich? Wow. Das wundert mich eigentlich selbst schon. Nein. 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 Wow. Oh mein Gott. Totale Vernichtung. Gerade noch... Wow, mit einem KP. Okay. Alles klar. Warte, Chris lebt wieder. Wird er automatisch wiederbelebt? Bitte kein Angriff, bitte kein Angriff, bitte kein Angriff. Komm schon. An die Küste. Ja, es wäre ein bisschen klüger. Puh, ich wollte ja eigentlich auch trainieren. Ich denke, allmählich ist es wirklich angebracht. Wenn ich mir das so angucke. Das war nicht nett. Wer bist du denn? Seid gegrüßt, ihr müsst euch nach langer Reise... Ihr müsst nach langer Reise müde sein, aber keine Sorge. An der Straße gibt es nicht weit von hier eine Herberge. Dort könnt ihr euch ausruhen. Okay. Solange ich nicht unterwegs noch angegriffen werde, passt hier auch alles. Da bin ich doch heilfroh, dass man in diesem Spiel keine Zufallskämpfe hat, Leute. Das wäre hier jetzt der sichere Tod. Aber gut. Ist es eigentlich so, dass wir uns automatisch regenerieren? Nein, natürlich nicht. Kriegerwelt war früher als Königreich der Blumen bekannt. Es war ein wunderschöner Ort, bis die Monster kamen und alles zerstört haben. Ja, jetzt ist davon zwar nichts mehr übrig, aber genau hier stand einmal eine Stadt so prächtig wie Heliodor. Oh, das klingt gar nicht gut. Eine Zauberwasserfiole, sehr schön. Warte, hier steht ein Bett rum. Können wir da einfach rein? Hilft uns das? Nein, leider nicht. Schade. Hätte sein können. In manchen RPGs geht sowas, ja. Einfach ins fremde Bett reingelegt. Chichi. Kann ich da hoch? Nö, geht glaube ich nicht. Das sah so auffällig aus, aber okay. Wie auch immer, Leute. Suchen wir mal diese Herberge. Die brauchen wir jetzt wirklich. Hoffen wir, dass da auch eine Küche... Eine Küche in der Nähe ist. Man sieht schon, wie ich meine Prioritäten setze, Leute. Erstmal was essen. Wetterkuh, was ist los? Mal sehen, auf welches Wetter wir uns freuen können. Abenddämmerung und Regen, alles klar. Übrigens, es gibt eine Errungenschaft, wenn man alle Wetterkühe findet. Das heißt, man sollte sie auch wirklich alle ansprechen. Cool, gibt es überall so Weizenfelder und so ein Kram. Aber wir sollten uns dann doch lieber beeilen und gucken, dass wir vorankommen. Das sieht eigentlich total toll aus hier. Mir gefällt das richtig gut. Oh, aha, guck mal. Nummer 1. Merken, Leute, merken. Yeah, okay, da unten, das sieht doch gut aus. So. Puh. Königliche Kämpfe. Erstmal müssen meine Leute gerettet werden, oh Gott. Moment, da komme ich nicht rein. Wie funktioniert das? Okay. Was zum... Nein, oh Gott, jemand verfolgt mich. Ja, Leute, ich hab's gehört. Okay, gehen wir einfach mal rein. Was ist mit dir hier? Da ich bei meinen Reisen auf diesen Ort gestoßen bin, dachte ich mir, ich könnte meine Wanderkollegen ein paar nützliche Sachen verkaufen. Warum schaut ihr euch nicht mein Angebot an? Was hast du denn?
Ein Rapier. Oh, die Giftnadel ist auch interessant. Vernünftiger Dolch durchaus, wegen Statuseffekt. Aber das meiste ist doch eher nicht so toll. Dafür verkauft er anscheinend ganz interessante Sachen zum Craften. So, mich interessiert ehrlich gesagt die Herberge gar nicht so sehr wie das hier. Ah ja. Bis zur nächsten Stadt ist es von hier aus ziemlich weit. Am besten ruht ihr euch in der Herberge aus und spricht ein paar Gebete, bevor ihr weiterreist. Ja, das wäre ganz nett. Wiederauferstehung. Okay, von mir aus lasse ich mir das was kosten. Diese Musik wieder. Oh Gott. Okay, Eric ist wieder zurück. Und natürlich Serena. Komm zurück, Serena, oh Gott. Solche Dinge werden wahrscheinlich nicht mehr passieren, wenn Rionaldo endlich den Muntermacher lernt und dabei ist. Das werde ich nämlich definitiv später in Angriff nehmen. Was haben wir hier? Kriegerwelt, ein gefallenes Reich. Das untergegangene Reich Kriegerwelt wurde vom jungen König Arnut regiert, einem derart tapferen und edlen Mann, dass seine Untertanen ihn den goldenen Löwen nannten. König Arnut genoss die Zuneigung seines Volkes und erwiderte sie. Er gründete einen Ritterorden aus den stärksten und begabtesten Streitern weit und breit, der die Bürger und Grenzen schützen sollte. Doch seine glorreiche Herrschaft ging jäh zu Ende. Die Monster kamen ohne Vorwarnung und mit aller Brutalität. Angeführt von Arnut stürmten die Ritter los, um sich ihnen entgegenzustellen. Leider war ihr Eifer vergebens und Kriegerwelt fiel. Manche glauben, die Monster hätten aus Furcht vor der anwachsenden Armee mit voller Kraft zugeschlagen. Ob das stimmt, bleibt jedoch unklar. Heute ist von dem großen Königreich nicht mehr viel übrig. Wenn der Wind des Nachts durch die Ruinen fegt, klingt es wie das Klagen des toten Königs. Eine düstere Erinnerung an sein tragisches Schicksal. Okay. Alles klar, interessant. Der haut rein. Geh nach Zwinsterpool. Mein Papa kämpft in einem Turnier dort und ich werde ihn anfeuern. Hä? Wo Zwisternpool liegt? Ich glaube, Papa hat gesagt, es liegt im Norden. Okay. Ihr fragt euch vermutlich, warum diese Herberge Königlicher Kämpe heißt. Ja. Sie trägt diesen Namen zu Ehren des Kriegerkönigs Tristan. Dieser große Mann kämpfte im Zeitalter der Legenden an der Seite des Lichtbringers. Er war auch der Gründer des Königreichs Kriegerwelt, das genau nördlich von hier lag. Heute liegt es aber in Schutt und Asche. Oh. Sieh mal einer an, also hat er auch eher früher hier Unterstützung. Das ist interessant. Okay. Ruhen wir uns doch erstmal ganz kurz aus, oder? Wir übernachten hier. Und am nächsten Morgen ziehen wir gerne vollgestärkt weiter. Okay, Leute, sehr gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was es hier noch so alles gibt. Natürlich müssen wir einen Blick wagen. Oh, ein Bade spielt hier. Du holdes Land, o Kriegerwelt, vom Tulpenglanz wirst du erhellt. Die Bravour hat dich zur Heimat erwählt. Der Purpurkugel Schutz und Segen lässt Friede sein auf all unseren Wegen und führt unserem Glück entgegen. Das ist ein altes Lied von Kriegerwelt. Es heißt, dass die purpurne Kugel, die darin erwähnt wird, dort immer noch irgendwo sein soll. Mhm. Die purpurne Kugel. Und wer bist du hier? Ich studiere die Geschichte von Kriegerwelt und brenne darauf, die Ruine nordwestlich von hier zu erforschen. Leider versperrt mir eine rote Tür mit einem seltsamen Symbol darauf den Weg. Oh. Diesem Buch zufolge benötigt man einen Zauberschlüssel, um die Tür zu öffnen. Wie bitte, wo man diesen Schlüssel findet, fragt ihr? Woher soll ich das denn bitte wissen? Tut mir leid, aber ihr werdet schon selbst danach suchen müssen. Oh. Ah, so ist das also, der Zauberschlüssel, Leute. Oh. Und hier sind noch zwei Fässer. Leider nichts drin, aber wir gucken mal, ob wir hier nicht irgendwas in Erfahrung bringen. Aha, Schmieden mit Stahl. Stahlbreitschwert, Wehkreuz, Stahlschild und Stahlhelm und Ritterrüstung. Vielseitig, mal wieder. Ui. Wer bist du denn? Mein Mann und ich wollten hier zusammen Urlaub machen, aber kaum sind wir hier, zieht er auch schon alleine los. Da frage ich mich, warum wir überhaupt geheiratet haben. Ich wusste, ich hätte darauf bestehen sollen, dass wir nach Zwisternpool reisen, um uns die Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer anzusehen. Ich hatte insgesamt gehofft, ich könnte mir eine Maske aufsetzen und mir meine Tracht Prügel verpassen. Nett.
Kommen wir da irgendwie auch wieder zurück? Ah ja, gerade hat sie sich geschlossen. Ich hab's gehört. Oh, sieh mal eine an, da unten. Warte mal. Ja, da drüben. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Huh? Da ist doch was. Haha. Gut. Ich werde gucken, dass ich immer besonders darauf aufmerksam mache. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und hier haben wir... Aha, eine Mini-Medaille. Wer sagt's denn? Wunderschön, Leute. So, und hier müssen wir eigentlich auch irgendwie rüberkommen. Sehr schön, hat funktioniert. Hier befindet sich ein Stein des Überlebens. Das müsste normal sehr, sehr, sehr nützlich sein. Das freut mich auf jeden Fall. Und da ist es auch schon, Leute. Bam. Erledigt. Und sogar eine Mission können wir annehmen. Reisender, wusstet ihr, dass diese Felder einst Teil des großen Königreichs Kriegerwelt waren? In seiner Blütezeit war es einst genauso prächtig wie Heliodor oder Gallopolis. Doch dann eines Nachts macht eine riesige Monsterhorde die ganze Nation in Erdboden gleich. Heute stehen nur noch ein paar Ruinen. Die einzige Pracht von Kriegerwelt ist eine ferne Erinnerung. Doch nicht alles ist spurlos verschwunden. Die Seelen jener, die in dieser schicksalshaften Nacht getötet wurden, sind durch die schwere Last ihrer Trauer noch immer an diesen Ort gebunden. Ihre Wut auf die Monster, die ihr Heimatland zerstörten, und ihre frustrierende Ohnmacht den Angreifern gegenüber, machte sie selbst zu Monstern, zu grimmigen Gerippen. Bei Anbruch der Nacht erheben sie sich aus ihren Gräbern, durchstreifen die Ruinen von Kriegerwelt. Um für ihr Scheitern zu büßen und ihren Zorn zu lindern, greifen sie jeden an, den sie erblicken. Reisender, diese Monster waren einst meine Landleute. Ich ertrage es nicht, sie derart leiden zu sehen. Ich könnte sie von ihren Qualen befreien und ihnen den verdienten ewigen Frieden schenken. Ja, natürlich können wir das. Wir kriegen eine Robe der Ruhe dafür. Oh. Genesungsgebet, hat er gerade gemeint. Wäre ganz nützlich. Alles klar. Ein Pfad zum Paradies. Kriegerwelt wurde von Tristan gegründet, dem Kriegerkönig. Ritter Hendrik wurde hier geboren. Ein Ort, der mit lauter großen Namen verbunden ist. Was? Das macht es natürlich nur noch trauriger, dass diese Monster alles zerstört haben. Okay, also sehr, sehr berühmt. Viele große Krieger stammen von Kriegerwelt. Was jetzt bei dem Namen vielleicht nicht unbedingt verwunderlich ist. Willkommen im königlichen Camp, wo Wandersleute aus ganz Erdria einkehren und sich die ein oder andere Geschichte erzählen, während sie sich von ihren Reisen erholen. Die meisten haben sich ihre Pause auch wohl verdient, schließlich ist das alte Königreich Kriegerwelt riesengroß. Könnte es ruhig höflicher sein? Hallo, ich meine, guckt nur sein Pferd an und redet mit mir. Jetzt erstmal, Leute. Oh, warum kann man den eigentlich nur anstarren? Das ist genauso schlimm wie in Breath of the Wild. Man kann einfach niemanden, also weder Katzen noch Hunde könnte man da streicheln. Das geht hier auch nicht, ne? Das ist traurig. Warum, Entwickler? Warum tut ihr mir das an? Jeder hat ein Recht darauf. Okay, was haben wir hier? Gar nichts, wirklich? Ah, doch, hier. Aha, Golderz. Wie einfach fast jeder Brunnen anscheinend Golderz drin hat. Und natürlich den Klassiker wieder gemacht mit dem Brunnen erkunden. Altbekannt. So, der Schützenwicht ist auch wieder da. Immer noch nicht bewiesen, du hast dein Geschick als Scharfschütze. Nur noch übrig sind 3 Ziele. Ja. Ist klar. Die werden wir schon noch finden. Aber ich liebe die Gegend. Die sieht echt schön aus. Die hat was. Sehr, sehr cool. Das ist wirklich schön mit diesen großen Feldern und so. Und alles sehr ländlich gerade. Auch Flüsse und was weiß ich, was halt so dazugehört. Sehr idyllisch, finde ich. Dieser Ort gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich gehe nochmal kurz rein. Da war nämlich die Kirche und dort können wir speichern. Und das bedeutet, Leute, dass der Part sich auch schon im Ende neigt. Und beim nächsten Mal werden wir von hier aus aufbrechen. Und ich denke mal, hier werden wir noch ordentlich Spaß haben, denn, wie gesagt, sehr ansprechender Ort, gefällt mir sehr gut. Insofern, Leute, bis zum nächsten Part von Dragon Quest XI.